Tag hat auch gerade erst begonnen. Das heißt, wir können uns noch mal ein bisschen Zeit lassen hier auch bei unserem Exkurs. Richtung Stein. Generell brauchen wir ja noch ein paar Rocks, die wir ja gesehen haben. So. Yep. Okay, wir müssen dann also quasi hier oben lang. Also nicht durchs Beefalo-Biom, sondern hier oben dann durch, okay. Nein, das sollten wir eventuell auch mitnehmen, weil das brauchen wir dann langsam, wenn jetzt Winter kommt. Könnten wir das auf jeden Fall ganz gut gebrauchen. Weil mit Nidor können wir uns Gunpowder machen und da brauchen wir, ich glaube, verrottete Eier brauchen wir. Also für einen Gunpowder, ich glaube, zwei verrottete Eier, einmal Nidor und ein oder zweimal Charcoal. Und wenn wir das anzünden, dann dauert es einen kurzen Moment und dann explodiert es. Und das macht, ich glaube, 10 Stück braucht man davon, um den Deerklops zu legen. Zum einen dafür. Und zum anderen eventuell auch nochmal für die Hounds, weil irgendwann können wir die Hounds eben nicht mehr, ich glaube im Winter war das schon, da kommt ein Hound, der eben quasi Feuerschaden macht. Und generell irgendwann kann man die Hounds eben nicht mehr durch die Beefalo kiten, weil die Beefalo eben dann letzten Endes kaputt hauen. Oder es kann sein, dass sie Hitze haben und einen selbst kaputt hauen. Und deswegen muss man dann eben sich anders behelfen, was die Hounds angeht, früher oder später. Genau, jetzt hier einfach nach links weiter. Mich stört es halt auch weiterhin, dass wir halt echt... Hier ist auch kein Grab mehr. Dass wir halt keine Gears gefunden haben. Das ist ein bisschen schade. Weil dann hätten wir, wie gesagt, eine Icebox und damit wird das Essen nicht so schnell schlecht. Dann wären wir quasi noch ein Stück sicherer vor Winter. Aber naja. Generell sind wir so auch schon ganz sicher, würde ich sagen. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Alles nochmal hier planten. Damit der Triggered hier auf jeden Fall nicht auf uns aufmerksam wird. Und weiter Richtung Rocks. Sieht doch super aus hier. Naja, nicht wirklich. Ansichtssache, Ansichtssache natürlich. Und Saplings sind natürlich vor uns auch nicht sicher. Und ja, das ist auf jeden Fall einiges an Gold, was wir hier mitnehmen können. Und an Rocks. Herrlich. Ey, ey, mal schön weg vom Gold oder was auch immer ihr da gerade vorhabt. Kann es sein, dass es eine Elster ist und kein Rabe. Nochmal kurz die Spezies geändert, wer weiß. Ist ja Don't Starve, ne? Das Game macht ja seine eigenen Regeln teilweise. Und ja, man. Ah ja, da ist ja auch ein Schweinehaus. Kein Wunder, dass da ein Schwein in der Nähe ist hier. Na, noch eine weitere Pickaxe. Ja genau, Nidor können wir auch schon mal mitnehmen, why not? Wie angesprochen, wird ja auf jeden Fall langsam, aber sicher wird's wichtig, die Ressource. Zu Beginn absolut nicht. Evil Flowers haben wir hier. Und ein Spiky Tree. Na, hat hier zumindest so ein bisschen was Eigenes da aufgebaut. Immerhin. Und natürlich droppt unsere Sanity, wenn wir da übrigens hingehen. Was haben wir da? Cranky Thing? Ich glaube, das kann man in dem Fall auch dem Picking übrigens geben. Wenn mich nicht hier alles täuscht. Ja, das war ein Nidor, leider nur. Besser als gar nichts. Definitiv. Also ein, zwei können wir noch klein hauen. Falls da noch irgendwelche sind, die uns Gold geben können, heißt das jawohl. Natürlich. Das lässt da nicht lange bitten, das Game. Zack. Ja, immer darauf achten, dass man eben genügend für ein Campfire oder eine Fackel hat. Fackeln haben wir auch noch im Inventory, zwei Stück an der Zahl. Dann schnappen wir uns den hier noch und dann machen wir uns auf den Weg in die Base. Ah, den da oben auch noch. 36 Rocks. Ich glaube, das ist ganz okay. Das ist stattliche Summe. Das sollte soweit reichen.
So. Ah, da hätten wir auch nochmal zweimal. Minimum zweimal Gold gehabt. Hier auch nochmal. Naja, Wilson, du kannst dir gleich nochmal schön Meaty Stew gönnen. Das haben wir ja extra mitgenommen für dich. Extra für dich gemacht. Monster Meat können wir eventuell noch aufhängen zum Trocknen. Ans Drying Rack. Okay. Machen wir uns auf den Weg in die Base. Moment, ich schau gerade mal. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Beekeeper-Hat für den Sommer. Also wenn man im Winter übrigens die Beebox harvestet, dann kommen keine Bienen raus. Im Sommer hingegen schon. Und da brauchen wir 8-mal Silk und ein Rope. Ich glaube, das haben wir sogar. Beim Silk bin ich mir unsicher, aber Rope haben wir definitiv mehr als genug. Und ja, die Fackeln werden übrigens schneller, gehen schneller aus, wenn es regnet, das ist klar. Normalerweise braucht man, glaube ich, nur ein oder zwei im Sommer, wenn man hier in der Nacht unterwegs ist. Aber wenn es regnet, natürlich ein bisschen mehr. Minimum zwei. Also. Okay, schauen wir mal, ob wir hier das haben. Ja, wir haben genau 8. Perfekt. Perfekt. Dann machen wir uns... Wow. Machen wir uns hier nochmal eben kurz... wo ist er überhaupt? Okay, bei Dress oder was? Steht gerade jetzt hier nicht wirklich dabei. Könnte auch bei Fight sein. Boomerang übrigens ein sehr gutes Item, können wir uns auch gleich eventuell machen. Aber da brauchen wir auch mal Silk für. Okay, wir brauchen, wie gesagt, den Beekeeper-Head halt noch nicht. Deswegen können wir da noch Abstand von nehmen. Okay, wir brauchen einen Rope. Haben wir das Pigskin im Inventory? Oder habe ich es hier abgelegt? Hä? Habe ich das Pigskin im Inventory oder was? Ah ja, hier habe ich es. Perfekt. Gerade schon leicht Panik bekommen. Football Helmet. Da haben wir es. Gibt uns quasi ordentlich Resistance. Auf jeden Fall eine sehr gute Sache. 2 Tage bis Winter. Okay. Ist notiert, Game. Ist notiert. Dann müssen wir nochmal das. Sanity geht runter, weil es gerade regnet übrigens. So. Cutstone brauchen wir, glaube ich, noch dann für Science. Lightning Rod, genau. Dann bauen wir uns hier eine hin. Nochmal Cutstone. Ich würde sagen, 2 Stück können wir uns noch reinpflanzen hier. Hier noch eine. Na, Moment. Ist, glaube ich, ein bisschen zu nah. Hier noch eine. Und ein bisschen weiter außerhalb. Ja, ungefähr. Ah. Ja, ungefähr hier. So. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Machen wir Folgendes noch. Geben ihm mal das hier. Hoffen mal, dass wir jetzt 2 von denen bekommen. Ja, schade. Dann machen wir auf gut Glück einfach nochmal einen random Samen hier rein. Pigskin können wir hier reinhauen, weil das brauchen wir vorläufig erstmal nicht. Die können wir noch kurz stacken, so. Moment. Silk brauchen wir momentan dann, glaube ich, nicht, oder? Glaube nicht. Obwohl, wir können einen Boomerang auf jeden Fall noch machen. Da brauchen wir ja Charcoal. Und ein Board, glaube ich, war es. Oder was war es genau? Genau, ein Board. Und Silk. Silk habe ich anscheinend gerade abgelegt. Aber ein Board kriegen wir auf jeden Fall hin. Boards. Na, was soll der Geiz? Machen wir uns direkt 2, weil die halten nicht wirklich lange. Diese Boomerangs. Was brauchen wir denn hier noch?
So, jetzt. So, machen uns direkt zwei. Gut. Gut, 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 gut. Na, mal nicht zu nahe kommen hier, Kollege Biene. Hier haben wir noch Seeds. 21 mittlerweile. Mehr als genug, definitiv. So. Mal kurz hier schauen, dass wir hier ein bisschen Ordnung reinbringen. Also hier kommt dann quasi alles rein, was wir nicht so unbedingt immer brauchen. Aber die Pickaxe nehmen wir auf jeden Fall mit. Das hier wird langsam schlecht. Deswegen legen wir das mal auf den Boden einfach. Obwohl, wir können das, genau, wir können das unserem Vogel geben. Aber ich glaube, wenn es stale ist, nicht mehr. Nee. Der gibt uns dann dafür Eier. Und Eier zählen als Fleisch. Und das kann man eben dem Picking geben. Und davon, dafür gibt es nochmal ordentlich Gold. Wenn man das dem Picking dann eben gibt. So, Cut Grass hauen wir erstmal hier rein. Wobei, nee, das kommt hier rein. Genau. Hier mache ich eben dann so die Sachen rein, die man häufiger braucht. Das kommt hier hin. Boomerang können wir auch hier reinmachen. Einen können wir schon mal im Inventory behalten. Blue Gem können wir dann auch schon mal hier reinhauen. Genauso wie das Snyder, das kommt hier hin. Silk kommt ebenfalls hier rein. Und den Hammer brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Der kommt auch hier rein. Gut. Also ja, die Rocks auch. So. Hätten wir eigentlich während der Nacht gerade machen können. Zwei Tage bis Sommer. Winter. Was habe ich mit Sommer die ganze Zeit? Ah. Le Giant. Okay, schauen wir mal, ob wir den Koala-Fan nochmal finden. Das wäre natürlich Zucker. Bin ich in die falsche Richtung gelaufen oder was? Naja, vielleicht sollte ich doch mal auf bei dem Exkurs. Oh, genau, genau, genau. Ich habe eine Idee, was wir noch machen können. Hier Dings, die Kollegen scheren. Brauche ich aber das Gras auf jeden Fall wieder. Für Campfire. Ein Tag bis zum Winter. Vor dem Winter nochmal kurz scheren. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Definitiv. Übrigens, der Boomerang, mit dem können wir den. Wir haben ja gesehen, der Koala-Fans, der rennt vor einem weg. Wenn man ihn allerdings mit dem Boomerang. Also ist quasi eine Range-Waffe. Und wenn man ihn damit trifft, muss ihn nur einmal treffen, dann verfolgt er einen, ja. Und das geht eben mit dem Boomerang eben leicht. Man muss ihn nur anklicken. Der hat eine Range, die ist auf jeden Fall, die reicht. Dann greift man ihn einmal an, den Koala-Fan mit dem Boomerang, und kann ihn dann mit dem Spear eigentlich finishen. Genau wie Bobby Lashley quasi. Kleine Wrestling-Reference hier an dieser Stelle nochmal. Aber ja, das ist übrigens das Stale Monster Meat, das habe ich auf den Boden gelegt, damit es zu Rot wird für Gunpowder. Da haben wir da dann schon mal vorgesorgt quasi. Wir haben genügend Logs, um durch die Nacht zu kommen. Und was wir natürlich vorhaben, ist nochmal ein Suspicious Dirt Pile. Meine Güte! Aber ich würde sagen, wir nehmen uns die Kollegen hier unten, weil da sind ein paar mehr und die können wir dann auch alle scheren. Menü können wir nochmal mitnehmen. Das brauchen wir übrigens auch nochmal für den Crop, den wir gelegt haben. Ich glaube, dreimal Menü brauchen wir, dann kriegen wir aus dem Crop noch was raus vor Winter. Gott, hier unten haben wir die Kollegen. Genau, legen sich jetzt hier schlafen. Und in der Zwischenzeit nehmen wir den Razor raus und scheren die alle mal. Normalerweise wachen die nie auf. Und das ist diesmal auch der Fall. Sehr gut. So, einfach Space gedrückt halten übrigens, dann nimmt man das automatisch alles auf. Machen wir nochmal ein bisschen Fuel hier rein. Und nochmal, dass keiner von denen hier Feuer fängt, aber ich glaube, die sind weit genug weg. Damit das nicht passiert. Ja, das ist mehr als genug, glaube ich. Ja, das reicht definitiv. Damit können wir uns ein Winterhead übrigens machen. Das wäre dann quasi so das einzige Projekt, was noch fehlt. Und dann sind wir im Winter eigentlich ganz gut gerüstet. Natürlich, was wir uns auch noch machen, ist, Moment, ein Winterhead. Ah ja, genau, ein Heatstone, also ein Thermalstone. Damit wir uns auch noch ein bisschen aus der Base rausbewegen können, auch tagsüber. Denn im Winter ist es so, wenn wir uns außerhalb der Base bewegen oder außerhalb von Feuer, besser gesagt, dann, nimmt unsere Temperatur langsam ab. Die sehen wir unterhalb, rechts oben,
unter der Sommerzeit haben wir unsere AP und darunter haben wir dann eben die Gradanzahl, wie warm es uns momentan ist. Und wenn es eben unter 0 geht, dann gefriert unser Screen und ich glaube ab 0 Grad oder so, ich weiß gar nicht wie viel, nehmen wir dann eben Schaden, was unsere HP angeht. Und das ist natürlich dann eher schlecht.